Wir sind mitten in der KRONE TV-Sondersendung über den Einmarsch Russlands in der Ukraine mit teils dramatischen Details, mussten wir sie bereits verfolgen im Laufe des heutigen Vormittags. Erschütternde Bilder, auch wie wir immer wieder sehen mussten, wie die Zivilbevölkerung involviert ist in die ganze Situation. Eine Rakete, die auf ein Wohnhaus gefeuert worden ist, mit dramatischer Konsequenz. Sie erinnern sich an die Geflüchteten in den U-Bahn-Stationen. Ja, es sind viele Bilder, wo sich natürlich auch etliche Menschen in Österreich fragen, wie kann man da helfen? Über die Spendenaktion KRONE hilft Ukraine haben wir schon berichtet. Die 25 Euro, die gefragt wären, um der Bevölkerung vor Ort ganz konkret auch finanziell ein wenig zu helfen und etwa auch Kindermaßnahmen zu unterstützen. Aber es geht eben auch um Zeichen von Solidarität. Das Ganze beflügelt, hat psychologische Wirkungen. Man sieht in ganz Europa verschiedenste Maßnahmen und jetzt eben auch in Wien. Und zwar am kommenden Sonntag, morgen am Abend am Heldenplatz. Ja, Yes We Care, das kennen Sie bereits vom Lichtermeer im Dezember. Daniel Landau hat das damals veranstaltet, unter anderem auch mit einem Kollegen aus Innsbruck. Es war eine ganz spontane, sehr große Solidaritätsaktion, die viele, viele bewegt hat, mitzutun. Da ging es um die Pandemie und wer hätte damals gedacht, dass Daniel Landau kurz danach wieder tätig werden wird. Und dazu ist er jetzt zu Gast bei einer ganz anderen Aktion von Yes We Care, nämlich mit dem Schwerpunkt einer Solidaritätsaktion mit der Ukraine. Herzlich willkommen bei uns und danke fürs Kommen. Danke auch für die Einladung. Yes We Care Ukraine. Da sieht man schon im Subtext das, was im Dezember Platz gegriffen hat, das Lichtermeer, 30.000, 40.000 Teilnehmer, das war gestern, obwohl das Thema leider immer noch aktuell ist sozusagen, man vergisst das in Tagen wie diesen natürlich. Jetzt geht es aber um ganz etwas anderes, um das Sichtbarmachen solidarischer Unterstützung mit dem ukrainischen Volk. Was ist der Hintergrund? Genau, also wer die Bilder gesehen hat, die letzten zwei Tage, ich kenne ganz viele junge Menschen in etwa, die das ganz besonders verstört. Sie haben noch nie zuvor eine so schwere Krise, wir dürfen nicht vergessen Jugoslawien, aber sonst haben wir die letzten Jahre nicht so eine massive Krise vor der Haustür gehabt. Wir wissen, wir sind uns dessen bewusst, die Ukraine ist nicht weiter weg als der Westzipfel Österreichs, als Vorarlberg. Also hier ist eine massiv schwierige Situation vor Ort, wo auf der einen Seite sicher internationaler Druck gefragt ist, um diesen Krieg zu beenden, um ohne Wenn und Aber hier Frieden zu schaffen. Denn auf beiden Seiten passiert Leid. Russland als zweifellos der Aggressor, Ukraine die leidende Bevölkerung. Aber das Leid erfasst ja auch Menschen, die etwa von Russland in diesen schrecklichen Krieg gesendet werden. Das eine, das zweite darüber, danke auch, dass ihr berichtet habt, die Möglichkeit vor Ort hier zu spenden über vorhandene Strukturen. Ihr habt die Caritas erwähnt, ich weiß, es gibt die Diakonie, es gibt das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen, SOS Kinderdorf. Es gibt verschiedene Initiativen, die Strukturen haben, schon zuvor im Land geholfen haben, denn in der Ukraine, das vergisst man gerne, herrschte schon zuvor bittere Not und wer die Bilder sieht, darf nicht vergessen, dass in diesen Häusern, die gebombt werden, Menschen sitzen, die schon zuvor kaum mehr etwas hatten. Das kann jede und jeder von uns zumindest etwas mildern, indem man einfach Geld überweist. Das kann jeder tun, muss, finde ich, jede und jeder, wo es nur irgendwie geht, auch machen. Und ein dritter Punkt, darum geht es auch uns und verschiedene andere Menschen haben schon Zeichen dieser Solidarität gesetzt. Heute am Nachmittag um 15 Uhr, gestern das Gebet und morgen am Abend wollen wir am Heldenplatz. Gibt es dann auch in Innsbruck, es gibt in Wels eine Möglichkeit, habe ich gehört, in Steyr auch am Abend, unter dem Mantel Yes We Care, es ist uns nicht egal, du bist uns nicht egal, das ist ja unteilbar. Dieser Aufruf zur Solidarität, dieses Bekenntnis zum Du ist ein unteilbares und wir wollen hier ein Zeichen setzen, ja, Licht allein wird die Welt nicht retten, aber wir wollen mit unserem Lichtern, wir werden konkret am Heldenplatz und eben auch in Innsbruck ein Herz legen aus diesen Kerzen, und wollen dazu einladen, dass Menschen zu uns kommen, auch wieder Kerzen in die Fenster stellen, um hier ein klares Bild in die Ukraine zu senden. Sie haben es gesagt, gleich bin ich fertig. In der Ukraine wird das sehr wohl wahrgenommen, was international an Solidarität passiert. Man kann sich natürlich darüber lustig machen, was ich falsch fände, dass hier das Brandenburger Tor beleuchtet ist und verschiedene andere signifikante Denkmäler. Aber das wird wahrgenommen. Das Bewusstsein des Staates, das stärkt die Menschen, ukrainische Freunde von mir,
haben mir da eindeutig geantwortet. Jetzt muss man ja tatsächlich sehen, es passiert allerorts in Europa, dass eben auch in den ukrainischen Landesfarben blau-gelb gewisse symbolische Beleuchtungen stattfinden. Das EU-Parlament in Straßburg zum Beispiel, sehr unmittelbar umgesetzt. Sie haben es schon erwähnt, Brandenburger Tor, in Frankreich viele Maßnahmen, auch in Großbritannien. In Österreich ist es eben unter anderem auch Ihre Aktion. Yes, we care, Ukraine, peace, say no to war. Das ist also ein ganz klares Signal für die Bevölkerung. Das gibt psychologische Unterstützung, das kursiert in sozialen Medien, das hilft der Bevölkerung beim Gefühl, nicht alleingelassen zu werden. Denn man muss ja sagen, die NATO hat ja bereits ganz klar deponiert, es wird keine physische Truppenunterstützung im Abwehrkampf gegen die russische Invasion geben. Das heißt, die Ukrainer sind im Wesentlichen, was die Abwehr der Situation betrifft, jetzt schon einmal auf sich alleine gestellt. Die dramatische Bewaffnung der Zivilbevölkerung, wir haben schon darüber berichtet, 18.000 Maschinengewehre wurden an Zivilisten verteilt zum Beispiel. Also es ist eine sehr starke persönliche Involviertheit. Und das ist eben nötig, sozusagen eben auch psychologische, symbolische Hilfe zu geben. Genau, neben den realen Bombeneinschlägen und den realen Maschinengewehrfeuern in Kiew, in Kharkiv, Tschernobyl, die Städte sind bekannt, die Orte sind bekannt und die schrecklichen Bilder werden transportiert, gibt es ja auch die bekannten Aussprüche von Putin, ich möchte ihn jetzt nicht näher beschreiben, was mir noch dazu im Kopf herumgeht, von Putin, dass er die Existenz der Ukraine quasi in Frage stellt, dass er immer wieder im Subtext hat, das ist eigentlich unseres. Das heißt, die Existenz eines Staates, die Rechtfertigung für diese Menschen, die voller Stolz auch in der Ukraine sind, und das, auch das sieht man ja an den Widerstandsmaßnahmen von diesen unglaublich tapferen Menschen. Oder wenn man etwas sieht, wie auch in Moskau tatsächlich Heldinnen und Helden für mich der Zeit hier demonstrieren und auch sagen, nein, die Ukraine muss ein Recht haben und nein, wir wollen diesen Krieg nicht. Das heißt, die Existenz eines ganzen Staates, eines Volkes wird damit auch in Frage gestellt. Und deswegen ist es dort wird es sehr aufmerksam wahrgenommen, ob rund um die Welt Zeichen ausgesendet werden, nein, wir stehen zu euch, Ukraine, stand near Ukraine, stand by Ukraine. Wir bekennen uns zu Ukraine als eigenständigen Staat, wir vergewissern uns, dass ihr das Recht habt, als eigenständiger Staat zu existieren. Die Fahnen, Farben, die man sozusagen zur Beleuchtung oder auch dann, wenn Fahnen geschwungen werden vor den verschiedenen russischen Botschaften auf der Welt. Auch wir haben natürlich überlegt, uns bei der russischen Botschaft zu positionieren. Dort ist nur einfach der Platz zu gering. Denn das Signal, das wir aussenden wollen, hat zweierlei Charaktere. Das eine, das klare Bekenntnis, die Ukraine hat das Recht, die eigenständige Existenz zu haben, und Russland hat die Pflicht, das auch zur Kenntnis zu nehmen, insbesondere der Diktator an der Spitze. Und zugleich mit der Kerze auch zu bedenken, wir nehmen euer Leid, wir nehmen diesen Wahnsinnkrieg als solchen wahr und wollen ein Zeichen setzen, stop the war, denn das ist ein Krieg zwischen zwei Ländern, der von einer Person oder im Umfeld der Person angezettelt wurde. Es ist zweifellos, wir müssen leider auch darüber berichten, und die Bilder lassen hier keine Interpretationshoheit zu. Das ist ein Krieg, ein Überfall geradezu und mit derzeit allen Mitteln geführter Krieg sozusagen. Wir sehen hier das Bild, das uns auch schon durch den Vormittag begleitet, einer Frau, die mit offenbar auch unterkühlten Händen bereits ihr Kind hält, ein symbolisches Bild aufgenommen. Irgendwo, man sieht es im Hintergrund, der Putz bröckelt, möglicherweise in einem der Luftschutzbunker in Kiew. Wir haben keine genaue Quellenangabe, es ist ein ganz aktuelles Bild. Also man sieht schon, die Bevölkerung ist explizit integriert in die ganze Geschichte. Und wenn ein Häuserkampf droht, wonach es derzeit aussieht, und die Zivilisten, die derzeit mit den 18.000 Maschinenpistolen ausgerüstet sind, tatsächlich eingreifen, höchst selbst, wird es möglicherweise einen unermesslichen Blutzoll geben. Jetzt kommen wir zu dieser Aktion am Heldenplatz, das eben auch Kraft für die ukrainische Bevölkerung spenden soll. Um 20 Uhr morgen ist es soweit, Sie haben es schon erwähnt, ein Herz aus Kerzen. Das heißt, man geht pragmatisch einfach hin, nimmt eine Kerze mit und dort wird dann sozusagen arrangiert und drapiert, wie dieses Bild angeordnet wird. Genau, rein technisch gesprochen, wir treffen einander kurz vor 20 Uhr, ab 20 Uhr sozusagen dürfen wir uns offiziell versammeln. Man darf nicht vergessen, zuvor ist am Heldenplatz eine andere Gruppe präsent. Diejenigen, wenn man vielleicht auch die Bilder sich vor Augen hält,
vielleicht noch einmal oder mehrfach darüber nachdenken könnten, was heißt denn Freiheit wirklich? Also die Ukraine zeigt ja auch diesbezüglich auf, dass hier die Relationen bei manchen Menschen in Österreich, um es höflich zu sagen, verschoben scheinen. Wir dürfen deswegen ab 20 Uhr uns dort versammeln, werden sozusagen schon vorab oder sind dann selber dabei beschäftigt, dieses Herz vorzulegen und alle, die dazukommen, sind eingeladen, auch noch mitgebrachte Kerzen dazuzustellen. Das ist ein Herz, das wie das Leben wachsen kann und wachsen soll und von dem wir ausgehen, dass es dann auch als Bild bis in die Ukraine leuchten soll. Es wird sich physikalisch nicht ausgehen, aber über die Möglichkeit der Bildübermittlung wollen wir hier an die Menschen ein Bild senden. Auf das Bild noch vorher, weil es mich so bewegt. Wir dürfen einfach nie vergessen, diese Häuserkämpfe, diese Straßenkämpfe betreffen Häuser, in denen aber zuallererst Menschen sind. Menschen, die schon, ich sagte es, in bitterster Not stehen. Deswegen ist auch diese Spendenaktion, zu der ihr aufgerufen habt, so ganz besonders wichtig. Krone hilft Ukraine, 25 Danke. Euro Spendenaufruf ist jetzt wieder eingeblendet. Sie sehen hier das Bild symbolisch wieder mit einem Kind dargestellt. Es geht um die Krone Kinderhilfe. Und Sie sehen die Domain eingeblendet, wo Sie nähere Informationen bekommen unter krone.at/krone-hilft oder caritas.at/ukraine. 25 Euro wären eine große, wertvolle Unterstützung. Ja, die Bilder vom Lichtermeer, die es in der zweiten Dezemberhälfte gegeben hat, die waren auch ein ganz, ganz starkes Symbol. Das wurde auch von der Luft aus gefilmt. Man hat die Ringstraße und den Quai als geschlossenen Kreis, nun eben auch Lichterkreis, Lichterkranz gesehen. Das war ein ganz starkes Signal. Wird sozusagen auch ein optisches Festhalten dieses Kerzenherzes dann vorhanden sein? Diese Idee, morgen am Heldenplatz eine Versammlung anzumelden, ist sozusagen noch kurzfristiger entstanden, als es damals im Dezember der Fall war. Ich habe es gestern Vormittag einfach angemeldet, habe dann kurz mit der Polizei Rücksprache gehalten, eben wegen des Umstandes, dass der Heldenplatz ja morgen schon reserviert war bis 18:30 Uhr. Das heißt, ich hoffe, er ist dann auch wirklich um 20 Uhr frei. Ich versuche natürlich, andere unterstützen hier auch wieder großartig, die APA, die gesagt hat, sie werden fotografisch vor Ort sein, von denen kam ja dann auch dieses etwas bekanntere Bild, das im Polizeihubschrauber entstand war, von einem APA-Fotografen und danke. Das heißt, es wird Fotografinnen und Fotografen vor Ort geben. Ich hoffe, dass vielleicht von oben fotografiert wird. Ich habe nicht diese prominenten Zugänge. Ich kann niemanden aus der Burghauptmannschaft erreichen. Aber wenn irgendjemand Ihre Sendung sieht, würde ich mich sehr freuen, wenn hier auch noch eine Möglichkeit besteht. Die APA hat auf jeden Fall wieder zugesagt, welches Bild auch immer entsteht, Bilder, die entstehen, anlässlich dieser Aktion aufzunehmen und eben auch bewusst in die Welt, ganz gezielt auch in Richtung der Ukraine zu senden. Denn das ist ein Teil dessen, worum es uns geht. Der andere, diese Solidarität auch zu ermöglichen. Es gibt schon auch das Bedürfnis, dass Menschen in Österreich, auch das darf man nicht vergessen, irgendwie gemeinsam und zusammenstehen wollen in der Not, die die Menschen nicht unberührt lässt. Sie haben es gesagt. Ganz viele Menschen haben noch nie in ihrem Leben so nah vor der Haustür so eine massive Kriegshandlung erlebt. Die sind auch verunsichert. Hier gemeinsam zu sehen, ein bisschen Wärme, einen Funken Wärme mitzugeben, das ist schon auch ein zweiter Punkt. Aber ja, wir werden versuchen, hier auch Bilder zu erzeugen von der Aktion, denn die wollen wir gerne Richtung Ukraine schicken. Ein zweites Mal, also bereits in kurzen Abständen sozusagen im Dienste einer solidarischen Aktion, die eben sehr viel Psychologie, aber auch Kraft ausstrahlen sollen an die Betroffenen. Das war im Dezember eben der Lichterkranz und jetzt ganz aktuell Yes, We Care Ukraine. Der Subtitel Peace, Say No to War. Ja, spricht uns allen aus der Seele. Alles, alles Gute für morgen in der Hoffnung einer sehr großen Teilnehmerzahl und starker Bilder, die ein Symbol senden in die Ukraine, an die Zivilbevölkerung, die so sehr gepeinigt wurde und, wie Sie richtig sagen, Menschen, die vorgestern nie befürchtet hätten, in eine Situation zu geraten, in der sie jetzt sind. Und da gilt es, Unterstützung zu zeigen. Danke vielmals auch, dass ihr diese Stimme verstärkt. Daniel Landau, alles Gute und danke für den Besuch. Danke. Ja, und nach diesem emotionalen Appell beteiligen Sie sich doch an jenen Maßnahmen, die im Raum stehen, etwa die Spendenaktion Krone hilft Ukraine. Sie sehen noch einmal eingeblendet den Slash auch, wo Sie sich auf unserer Homepage zu den letzten Details der Überweisung wenden können oder eben morgen beim Lichterherz am Heldenplatz
und in anderen Städten wie etwa in Innsbruck. Wir machen eine kurze Pause.